Dass Jurassic Park aus dem Jahr 1993 die Filmindustrie ja für immer verändert hat, das müsste jedem soweit klar sein. Ich glaube, unter anderem sind wir uns auch einig, dass Jurassic Park ein wahres Meisterwerk ist. Und ich habe mir den Film erst vor kurzem nochmal angeschaut und dachte mir, ich starte jetzt hiermit einfach mal eine Rewatch-Reihe, in der ich einfach alle Jurassic Park und die Jurassic World Filme, inklusive die Serie Jurassic World Camp Cretaceous, einmal mit Kritiken versehe. Und ich will wie immer auch am Ende des Videos dann deine Meinung und vielleicht sogar deine Kritik dazu wissen, die du mir gerne in die Kommentare unten reinschreiben kannst. Wie immer ist das Ganze nur meine Meinung. Das heißt, wenn mir irgendetwas nicht gefällt, dann sage ich das eben auch. Das ist dann kein Haten oder kein Schlechtreden. Dann gefallen mir bestimmte Dinge eben einfach nicht. Was ich bei diesem Format allerdings versuchen werde, ist, dass ich wirklich versuche, über den Film an sich zu sprechen. Das heißt, in diesem Video hier werde ich nur über Jurassic Park 1 sprechen und werde hier keine Vergleiche zu Jurassic World rüberziehen. Das ist eine Sache, die auch mir nicht so einfach fällt, weil die ganzen Vergleiche liegen dann doch irgendwo sehr nah. Und gerade bei The Lost World wird es dann ein bisschen schwierig, da keinen Vergleich zum ersten Jurassic Park zu ziehen. Aber ich versuche jetzt hier einfach die Filme an sich zu behandeln und eben nicht andauernd Verweise auf andere Filme rüberzubringen. Das hilft mir dann auch dabei, vielleicht ein bisschen objektiver an die ganze Nummer ranzugehen. Spätestens dann, wenn wir eben zu Jurassic World Dominion kommen. In diesem Sinne, legen wir los. Viel Spaß mit dem Video. Jurassic Park aus dem Jahr 1993 ist, ich habe es eben im Intro schon mal erwähnt, das Meisterwerk von Steven Spielberg, beziehungsweise eines von vielen Meisterwerken, die der Mann auf die Leinwand gezaubert hat. Die Geschichte hierbei ist relativ simpel zusammengefasst. Ein Milliardär schafft es, Dino-DNS aus einem Moskito zu extrahieren, zu dem Moskito kommen wir später nochmal ganz kurz, und Dinosaurier zu reproduzieren. Die Idee, die er kurz danach hat, ist, damit einen Vergnügungspark aufzubauen, weil er der gesamten Welt diese majestätischen Tiere näher bringen will. Da allerdings immer wieder Unfälle auf der Insel passieren, braucht John Hammond nun die Absegnung verschiedener Gruppen bzw. verschiedener Personen. Hier kommen dann unsere Hauptcharaktere Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm ins Spiel, die den Park dann absegnen sollen. Alle drei haben in bestimmten Fachgebieten ihre eigenen Expertisen und sind deswegen essentiell wichtig für John Hammond. Der versucht die Gruppe dabei unterbewusst so ein bisschen mit der Faszination Dinosaurier zu beeinflussen und schafft es dann dabei auch, diese Faszination auf uns Zuschauer zu übertragen. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Der Film beginnt damit, dass wir sehen, wie ein Dinosaurier scheinbar in ein Gehege gebracht wird und ein Mitarbeiter des Jurassic Parks von diesem Tier gepackt und in dieses, naja, in das Gehege reingezogen wird. Der Mitarbeiter Geoffrey ist allem Anschein nach tot und hiermit haben wir dann einen Zwischenfall, einen von vielen, den wir jetzt eben auch als Zuschauer mit begutachten können. Der Film schneidet drüber zu Donald Gennaro, das ist der Anwalt von Ingen und von John Hammond persönlich, und der erzählt dann auch ein bisschen was darüber, was diese Vorfälle eben für Auswirkungen haben. Naja, es sind eben keine positiven Auswirkungen. Es sorgt eben genau dafür, dass John Hammond jetzt darauf angewiesen ist, fachmännische Expertisen und Absegnungen zu bekommen, damit dieser Park überhaupt genehmigt und eröffnet wird. Sollte das nicht der Fall sein, springen die ganzen Investoren ab, weil die eben eine riesige Gefahr in diesem Park sehen, weil eben immer wieder Unfälle und Vorfälle passieren. Kurz darauf lernen wir Dr. Alan Grant und Ellie Sattler kennen und die beiden scheinen eine ganz gute Chemie miteinander zu haben. In einem ursprünglichen Skript sollten die beiden auch ganz klar ein Paar sein. Der Film, so wie wir ihn jetzt kennen, der zeigt das nicht wirklich offensichtlich, aber eigentlich ist es klar, ja, zwischen den beiden läuft irgendetwas. Und die beiden graben einen Dinosaurier aus, ein neues Velociraptoren-Skelett. Und Alan Grant wird eine neue Technologie für die Paläontologen vorgestellt, mit der er gar nicht so gut umgehen kann, weil Alan Grant hasst Computer und er hasst Technik. Nachdem Grant dann einem kleinen Kind so ein bisschen Angst gemacht hat, das nämlich seiner Meinung nach respektlos mit den Überbleibseln der Dinosaurier umgegangen ist, taucht dann auch John Hammond auf. Und John Hammond ist darauf bedacht, auf jeden Fall Alan Grant und eben auch Ellie Sattler mit auf die Insel zu bekommen. Warum? Den Grund dafür erfahren wir im Film nur mal so nebenbei. Das wird im Buch wesentlich besser beschrieben. Dr. Alan Grant ist ein renommierter Paläontologe, der auch wirklich bekannt ist in dieser Welt, also in dieser Bubble. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, Alan Grant ist ein Star der Paläontologie und deswegen ist er eben einfach bekannt. Ellie Sattler und Alan Grant
sind kurz darauf auf dem Weg zu Isla Nublar und lernen dann auch zum allerersten Mal Ian Malcolm kennen, der auf Empfehlung des Anwaltes Donald Gennaro und zum Ärger von John Hammond mit dabei ist. Ian Malcolm ist Mathematiker und ein sogenannter Chaos-Theoretiker und ein bisschen arrogant und eingebildet und mitunter einer meiner absoluten Lieblingsfiguren. Gerade eben auch wegen seiner sehr flapsigen und sehr direkten Art, die er dann wirklich auch an den Tag legt. Und hier nochmal ganz kurz ein Vergleich zum Buch. Im Buch wird Ian Malcolm vom Charakter her nahezu genauso beschrieben wie im Film. Das ist bei allen anderen Figuren nicht zwingend so. Hier erfahren wir allerdings noch ein bisschen mehr, wie Ian Malcolm tickt. Und das ergänzt halt perfekt die Rolle, die Jeff Goldblum ihm eben auch im ersten Jurassic Park Film zuweist. Zum Beispiel wird im Buch auch ganz kurz darauf eingegangen, warum er eigentlich andauernd nur schwarz trägt. Und Ian Malcolm sagt dann daraufhin, naja, schwarz ist halt so eine Farbe, die man immer tragen kann. Und es langweilt mich, wenn Menschen anfangen, sich über ihr Äußeres Gedanken zu machen. Deswegen zieht er einfach immer schwarz an, weil er möchte so viel es geht aus seinem Leben ausblätten, was er für sinnlos hält, und Klamotten auswählen ist für ihn einfach eine sinnlose Aktivität. Finde ich einen ganz netten Nebenfakt und es passt einfach unfassbar gut zu dieser Rolle. Und ab jetzt kommen auch wir als Zuschauer ins Spiel, denn der Jurassic Park soll nicht nur die Gäste, die jetzt eben den Park absegnen sollen, verzaubern, sondern auch uns als Zuschauer einreden, dass hier eigentlich alles fantastisch und wundervoll ist. Und komischerweise ist es das auch. Zumindest zu Beginn. Wir sehen zum allerersten Mal einen Dinosaurier, hier in Form eines Brachiosaurus, und kurz darauf kommt dann das bekannte Zitat "Welcome to Jurassic Park", und die Musik schwellt an und wir sehen eine ganze Herde von Dinosauriern und alles ist unfassbar fantastisch. Als Zuschauer denken wir uns, das ist einfach nur wunderschön. Eine Magie, die uns alle erfasst, die auch die Charaktere im Film erfasst. Und das schafft dieser Film einfach unfassbar gut, die Stimmung, die die Figuren selber fühlen, auch auf uns als Zuschauer zu reproduzieren. Wir fühlen das, was auch die einzelnen Figuren in diesem Moment fühlen. Eine Faszination, eine Ehrfurcht schon fast. Sei es vor der Technologie des Films oder eben einfach auch vor Dinosauriern selbst. Grant und Co. werden kurz darauf in das Besucherzentrum gebracht und da bekommen sie alle möglichen Side-Informationen. Und ja, wieder mal auch wir als Zuschauer, wir erfahren exakt dasselbe, wie eben auch die Figuren aus dem Film. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir wahrscheinlich, oder zumindest ich nicht, das Hintergrund-Know-how haben, was zum Beispiel auch ein Alan Grant an den Tag legt, was Dinosaurier angeht. Denn er ist gleich sehr skeptisch, er weiß, dass es nicht einfach ist, Dinosaurier-DNS zu extrahieren. Die kann man nicht einfach aus versteinerten Knochen herausholen, weil, wie wir auch erst in einem späteren Film erfahren, ist das eigentlich alles mehr Stein als wirklich Knochen. Hier ist keine Chance, DNS raus zu extrahieren. John Hammond erklärt der Gruppe daraufhin, dass ein Moskito einen Dinosaurier gestochen hatte, der daraufhin in einem Baumharz hängen blieb und dieses Baumharz versteinerte zu Bernstein und daraufhin wurde dann eben die Dino-DNS in diesem Tier konserviert und eben dann später wieder extrahiert. Warum ich am Anfang des Videos gesagt habe, dass ich hier nochmal auf die Mücke eingehen möchte, das ist auch so ein Side-Fact, den man immer wieder hört und ich finde den nicht schlimm. Also es ist so eine Sache, wo ich mir denke, komm, ist halt jetzt mal so passiert. Die Mücke, die wir im Film sehen, ist eine Elefantenmücke. Das wird ganz klar immer wieder gesagt, das ist offiziell Kanon, wie man so schön sagt, Kanon und Lore, dass das eine Elefantenmücke ist und die saugen halt dummerweise gar kein Blut. Also die könnte gar kein Dinosaurier stechen, um dann Dino-DNS zu speichern. Das ist aber halt nur so am Rande, es ist eben wie es ist und auf jeden Fall wird das Ganze relativ simpel erklärt, dass man das auch wirklich nachvollziehen kann. Diese Dino-DNS ist nämlich aufgrund des Alters, solange wie sie eben schon existiert, nicht komplett. Also da fehlen bestimmte Lücken in diesem DNS-Strang. Diese Lücken wurde dann durch Gentechniker mit DNS von Fröschen und Echsen und was auch immer wieder aufgefüllt. Im Film ist jetzt nur die Rede von einer bestimmten Froschart, die eben aufgefüllt wird. Und ja, mal ganz kurzer Spoiler vorweg. Ich meine, die Filme müsstet ihr sowieso alle gesehen haben, wenn ihr das Video hier schaut. Diese Frösche, mit denen die DNS aufgefüllt wurde, können ihr Geschlecht wechseln. Ja, später erfahren wir dann, dass aus Sicherheitsgründen nur Weibchen gezüchtet werden, damit die Dinosaurier sich eben nicht fortpflanzen können. So, die Frosch-DNS von Fröschen, die ihr Geschlecht aber wechseln können, ist in den Dinosauriern drin. Das könnte man dem Film irgendwie ankreiden, warum ist da niemand drauf gekommen? Auf jeden Fall aus storytechnischer Sicht macht es irgendwie Sinn, dass man diesen Plot dann eben auch so vorantreibt. Wir lernen also ganz viel über die Dinosaurier
Wir erfahren ganz viel über die Dinosaurier. Wir erfahren, dass Velociraptoren sich den ersten Menschen einprägen, den sie auch dann sehen, wenn sie geschlüpft sind. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr dran arbeiten können, weil der Raptor sieht, meine ich, sogar Alan Grant zuallererst an. Da hätte man vielleicht doch auch irgendwie eine Szene einbauen können, in denen der Raptor vor Alan Grant steht und dann irgendwie so eine Reaktion passiert, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird dann hier sehr viel Exposition nochmal betrieben und wir bekommen eine der für mich besten Szenen aus dem gesamten Jurassic-Franchise. Die gesamte Gruppe sitzt am Tisch und diskutiert darüber, ob es cool ist, Dinosaurier zu erschaffen oder nicht, und jeder von ihnen hat eine plausible Erklärung für seine Meinung oder eben für ihre Meinung in Form von Dr. Ellie Sattler. Und plötzlich kippt die Stimmung. Zusammen mit der Musik und auch wir als Zuschauer fangen plötzlich an, skeptisch zu werden in dem Moment, wo der Film die eigene Magie hinterfragt. Steven Spielberg zeigt jetzt hier, wie unfassbar genial er mit Musik, mit Ton, mit Helligkeit, das Licht wird auf einmal auch ein bisschen düsterer, man hat das Gefühl, dass der Ton sogar ein bisschen blauer wird und nicht mehr so fantastisch leuchtet. Spielberg zeigt hier auf jeden Fall wieder, warum er mitunter der Meister des Geschichtenerzählens ist, und der Film schafft es auch wirklich, diesen Ton jetzt aufrecht zu halten. Kurz vorher lernen wir nämlich auch noch Robert Muldoon kennen und der erklärt, dass Velociraptoren eigentlich so schlau sind, dass sie verschiedene Stellen an den Elektrozäunen angreifen, um zu gucken, wo sie eventuell abhauen könnten. Man hat immer mehr das Gefühl, dass hier eigentlich mehr Gefahr als Faszination auftritt. Und genauso kommt es dann am Ende auch. Wir lernen noch Dennis Nedry kennen, der scheinbar Geldschulden hat, den haben wir auch am Anfang ganz kurz in der Einleitung gesehen, wie er von einem Louis Dodgson einen Behälter mitgeliefert bekommt, eine Rasierschaumdose, in welcher er die Embryos aus dem Jurassic Park herausschmuggeln soll und eben an Louis Dodgson verkaufen soll. Wie Dennis Nedry das Ganze anstellt? Naja, er muss eben die Embryos aus einem gesicherten Raum herausstehlen, und das geht eben nur, wenn er bestimmte Sicherheitssysteme ausschaltet, die dummerweise auch mit den Stromzäunen des Parks gekoppelt sind. Und es kommt, wie es kommen muss, die Dinosaurier brechen aus, wir bekommen ein pures Chaos und ab jetzt geht die Stimmung der Hauptdarsteller wieder auch auf uns als Zuschauer über. Wir fühlen die ganze Zeit im Film das, was auch die Figuren fühlen. Ab jetzt haben wir komplett das Gefühl, hier ist gar nichts unter Kontrolle. Alles, was John Hammond uns vorher als Faszination verkauft hat, war eine Illusion. Auch Ellie Sattler spricht diesen Fakt später nochmal an, in einem sehr schönen Gespräch zwischen ihr und John Hammond, wo sie ihm einfach nur erklären will, dass das von Anfang an eine dumme Idee war. Die war zum Scheitern verurteilt, diese Idee. Und John Hammond ist jemand, der will das nicht unbedingt hören. Er kommt dann mit Sätzen an wie, beim nächsten Mal wird alles anders. Und Ellie versucht ihn dann zur Besinnung zu bringen und ihm zu erklären, es sollte kein nächstes Mal geben, es sollte nicht mal mehr dieses eine Mal geben. Weil auch wenn wir Dinosaurier jetzt sehen können, auch wenn sie jetzt echt sind und atmen und leben, sind sie nur eine Illusion. Dieser gesamte Park ist eine Illusion von Kontrolle, die wir aber eben nicht haben, weil wir haben jetzt die Natur erschaffen in Form von Dinosauriern und die Natur kontrolliert immer uns. Deswegen auch dann der ganz bekannte Spruch von Dr. Ian Malcolm, das Leben findet immer einen Weg, die Natur lässt sich nicht einsperren. Daraufhin bekommen wir dann eben reihenweise ikonische Szenen. Wir bekommen die Szene mit dem Ausbruch des Tyrannosaurus Rex, die wirklich genial aufgebaut ist. Vom Ausbruch her dann eben von dem, was passiert. Die Spannung ist wirklich zum Zerreißen. Wir bekommen eine Szene in einer Küche, wo Velociraptoren Lex und Tim, also die beiden Kinder im Film, verfolgen. Und es ist wirklich, man hat dann permanent eine Anspannung. Du hast permanent das Gefühl, dass ständig ein Dinosaurier auftauchen könnte auf dieser gewaltigen Insel. Unsere Helden werden dann noch voneinander getrennt. Das heißt, auch jetzt bekommen wir als Zuschauer wieder die Chance, uns in die Figuren reinzufühlen, weil auch die jetzt im Ungewissen sind. Wo sind wir gerade? Wo müssen wir jetzt hin? Was passiert als nächstes? Und der Film spielt mit dieser Fähigkeit von Steven Spielberg, uns in dieses Abenteuer reinzuschmeißen, und schafft es wirklich bis zum Ende, dass man da am Ball bleibt. Und es ist für mich jedes Mal wieder eine Faszination, wie unfassbar gut dieser Film ist. Alleine von der Art des Storytellings her. Jede Szene in dem Film ist zu Ende erzählt. Jede Szene erzählt eine eigene Geschichte und das nahezu perfekt. Der einzige Minuspunkt, den man dem Film ankreiden kann, ist das CGI gerade im Hellen. Der erste Brachiosaurier, den man sieht, sieht nicht mehr gut aus. Das sieht wirklich nicht mehr gut aus, aber trotz allem wäre das der einzige Punkt, den ich im Film mehr oder weniger abziehen würde. Super Charaktere. Der Sound ist perfekt. Wir als Zuschauer werden beansprucht und werden in den Film mit reingezogen. Jede einzelne Szene ist zu Ende erzählt. Ich kann an diesem Film wirklich nichts Negatives finden, außer wie gesagt eben das CGI. Aber auch nur an dieser einen Stelle. Danach finde ich es nahezu auch immer perfekt. Das sieht zum Teil wirklich extrem gut aus, eben gerade weil der Film auch nachts gedreht wurde.
Ich würde diesem Jurassic Park Film auf jeden Fall 10 von 10 Jurassic Sternen geben. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Wie würdest du den ersten Jurassic Park Film einschätzen? In diesem Sinne bin ich jetzt hier raus mit meiner Kritik zum allerersten Jurassic Park Film. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Würde dann sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dann.